letztes bitte ich jetzt mit Karl-Heinz Roth zu uns zu sprechen. Ich fange biografisch mit 68 an bei Karl-Heinz Roth. Er war im Bundesvorstand des SDS. Also er stellt als Person uns eine Brücke zu 68 her. Nach dem Zerfall des SDS gründete er zusammen mit anderen die Proletarische Front, eine Gruppe von Kommunisten, die sich stark am italienischen Operaismus orientierte. Karl-Heinz Roth ist heute einer der führenden kritischen Sozialhistoriker in Deutschland. Seit Ende der 70er Jahre hat er sich überdies als praktizierender Arzt niedergelassen und kennt aus seiner Praxis den Umgang mit den Ärmsten und Ausgegrenzten. Er kennt den globalen Süden im Norden. Was sind aus deiner Sicht Elemente, vielleicht auch ein bisschen theoretische Elemente einer Neudefinition von Solidarität unter den Bedingungen der heutigen Weltgesellschaft? Liebe Kolleginnen und Kollegen, 40 Jahre sind in der Tat eine lange Zeit. Und es ist eine erstaunliche Tatsache, dass diese global vernetzte Mediziner- und Medizinerinnenorganisation Medico International 40 Jahre lang agiert. Ein Zeichen der Ausdauer, der Hartnäckigkeit, der Bereitschaft, Lernprozesse einzugehen, die ungewöhnlich ist. Und meine Geschichte mit Medico International war immer nur vermittelt. In den 70er Jahren, nach unserem medizinischen Staatsexamen, war eine Gruppe von jungen Ärztinnen und Ärzten entstanden, die in der dritten Welt aktiv werden wollte. Einige der Kolleginnen und Kollegen haben damals zu Beginn der 70er Jahre mit Medico International Kontakt aufgenommen. Für uns alle gab es einen Plan, uns zu qualifizieren, uns sehr gut zu qualifizieren, um in den Befreiungsbewegungen zu arbeiten. Einige dieser Kolleginnen und Kollegen sind noch heute im Süden, andere sind zurückgekehrt, darunter auch ich. Aber auch wir waren dort und die Erfahrungen, die wir in den 70er Jahren im Nahen und Mittleren Osten gemacht haben, in den Palästinenserlagern oder in Teheran Süd, haben uns und mich extrem geprägt. Sie haben mir schon damals vermittelt, was der Süden ist, in den medizinischen Camps oder in den Hospitals der Flüchtlingslager und von Teheran Süd habe ich den Süden, die sozialen Wirklichkeiten des Südens kennengelernt und nicht mehr vergessen. Ich bin dann zurückgekommen in eine Enklave des Südens im Norden. Ich habe fast 20 Jahre lang als Mediziner in einem Slumviertel einer sehr prächtigen norddeutschen Hafenstadt gearbeitet. Ich habe dort Illegale mitbetreut, Flüchtlinge. Wir haben Versorgungsstrukturen aufgebaut für Durchreisende, auch für durchreisende Kader von Befreiungsbewegungen. Und diese 20 Jahre waren in vieler Hinsicht eine Fortsetzung der Erfahrungen aus den 70er Jahren. Eine Erfahrung, die ich in manchen Aspekten mit meinen theoretischen Anstrengungen, mit meinen eigenen politischen Orientierungen nur schwer vereinbaren konnte. Aber sie ist immer präsent geblieben. Und ich habe in den 90er Jahren versucht, diese Erfahrung zusammenzutragen und mit den globalen Entwicklungen zu vergleichen, sie in die globalen Entwicklungen zu integrieren. Dabei habe ich alles das virtuell und real miterlebt, was Sie alle miterlebt haben. Die Vertreibung von Hunderten von Millionen Menschen in einem neuen Zyklus der kapitalistischen Entwicklung, ihre Erniedrigung, ihre Demütigung, ihre Umwandlung in Vagabunden, in Landlose und die Milliarden von Menschen,
die in diesem Zyklus des entfesselten Kapitalismus ihre sozialen Sicherheiten verloren haben, die bisher über die Arbeitsverhältnisse definiert waren. Damit habe ich mich beschäftigt. Und mir ist klar geworden, dass es gegen diese entfesselte Dynamik, die tatsächlich katastrophale Tendenzen enthält, auch Gegenperspektiven gibt, dass Gegenperspektiven weltweit im Süden und Norden entstehen. Gegenperspektiven beispielsweise durch die Massenmigration, die transkulturelle und transnationale Erfahrungen transportiert haben und transportieren. Das ist ja nicht nur die Massenmigration der Flüchtlinge. Es gibt auch eine Massenmigration der höher qualifizierten Segmente, der Exploitierten, der Subalternen. Das wird oft vergessen. Und ich denke, das ist eine ganz wesentliche Erfahrung, die auch einen Hintergrund dafür bildet, dass wir überhaupt Gegenperspektiven diskutieren können. Es gibt zweitens das Phänomen einer neuen Urbanisierung von unten. Zum ersten Mal seit einigen Jahren leben mehr Menschen in den Städten, die sie teilweise zu einem erheblichen Teil selbst illegal bauen, in den Slum-Cities, als auf dem Land. Und es gibt die Erfahrung der Prekarisierung, des Verstoßenwerdens aus gesicherten Arbeitsverhältnissen. Ungeschützte Arbeitsverhältnisse, Zeitarbeitsverhältnisse, geringfügige Beschäftigungen, scheinselbstständige Beschäftigungen, ein Massenphänomen, das im Süden immer die Majorität der Ausbeutung dargestellt hat, ein Massenphänomen, das in den Norden eingedrungen ist. Es gibt also Parallelen. Es gibt Tendenzen, aus denen wir etwas machen können, um eine globale Alternative zu formulieren. Diese Tendenzen sind völlig vage und unsicher. Die Kollegin und der Kollege, die vor mir gesprochen haben, haben über das Moment der Differenz berichtet und sie haben darüber berichtet, dass man es in zwei Richtungen wenden und handhaben kann. In die Richtung einer solidarischen Formierung des Widerstands, einer Klassenformierung und in die Richtung einer Fragmentierung, eines Gegeneinanders, des ethnopolitisch ausgespielt Werdens und so weiter. Das sind die Ausgangssituationen, mit denen wir konfrontiert sind. Und ich glaube, dass es möglich sein sollte, aus dieser Analyse einige Schlussfolgerungen zu ziehen, die es uns ermöglichen, neu zu handeln und neue Konzepte des Handelns zu entwickeln. Der zentrale Punkt, an dem sich dieser Widerstand und diese Gegenperspektiven aufeinander zubewegen könnten, ist meines Erachtens die soziale Aneignung. Die soziale Aneignung von Wasser, von Elektrizität, von Boden, aber auch von Produktionsmitteln und Technologie im Süden und im Norden. Soziale Aneignung bedeutet Behauptung und Entwicklung eines sozialen Existenzrechts, bedeutet die enteigneten, die privatisierten, die kommerzialisierten Güter dieser Erde wieder in öffentliche Güter zu verwandeln und sie in einer egalitären, basisdemokratischen Weise zu nutzen und zu verwalten. Das, meine ich, sind Ausgangspunkte, die trotz aller Katastrophentendenzen auch ein Stück weit zur Hoffnung berechtigen. Soziale Aneignung findet seit den letzten 20 Jahren, 30 Jahren als Widerstand gegen den neuen entfesselten Kapitalismus, vor allem in lokalen und regionalen Zusammenhängen statt. Es gibt so etwas wie einen kommunalen Sozialismus, der ganz unterschiedliche Aspekte hat, von den Bewegungen der Landlosen bis zur sozialen Aneignung von Sicherungssystemen, die selbst verwaltet werden. Diese lokalen und regionalen Tendenzen sind seit längerem auch vernetzt.
Sie sind vernetzt durch Netzwerke, durch Strukturen der Sozialbewegungen, die in ihnen agieren, die sie vertreten, die mit ihnen kooperieren und die ihnen helfen. Zum Beispiel Medico International. Das Spektrum reicht, geht sehr weit. Von Initiativen, die direkt intervenieren und solchen, die Mediatorenfunktionen wahrnehmen. Daraus hat sich in den letzten Jahren eine Spannung ergeben. Ich denke, es müsste möglich sein, diese Spannung produktiv zu wenden, aus dieser Spannung etwas Produktives zu machen. Soziale Aneignung, und das ist die Erfahrung der letzten 20 Jahre, bedeutet zunächst nicht sehr viel, wenn sie nicht verstetigt wird, wenn sie nicht verrechtlicht wird, wenn sie nicht institutionalisiert wird. Und genau da könnte die Funktion der neuen Sozialbewegungen, der Netzwerke liegen, die die lokalen Initiativen miteinander verbinden, die sie koordinieren und die gleichzeitig Strukturen bereitstellen, in denen das, was erkämpft worden ist, verrechtlicht, unumkehrbar gemacht wird. Soweit ich die Tagungsplanung von morgen verstanden habe, wird morgen genau über diese Aspekte sehr ausführlich gesprochen werden. Das halte ich für den entscheidenden Punkt. Ich denke, wir sollten auch die Frage aufwerfen, inwieweit wir nicht auch globale Gegeninitiativen in einem strukturellen Sinn angehen sollten. Inwieweit wir also bestimmte Probleme der sozialen Aneignung, die nur noch global gelöst werden können, auch auf die globale Ebene transformieren. Beispielsweise die Durchsetzung globaler Lohn-, Arbeitszeit- und Arbeitsschutzstandards. Das setzt eine radikale Globalisierung der Gewerkschaften voraus, die ein Teil unserer Sozialbewegung sind. Das ist ein Diskussionspunkt, wo es Kontroversen gibt, die wir aber austragen müssen. Genauso geht es darum, die Aneignungsprozesse der Subsistenzökonomie im Süden zu globalisieren. Es geht darum, das Recht auf Gesundheitsgüter für alle Menschen zugänglich zu machen, jenseits der Patentgesetzgebung, jenseits der Restriktionen der kapitalistischen Verwertung des Gesundheitswesens. Und es gibt global aber auch noch Aufgaben, die ich als Schadensbegrenzung bezeichnen würde, als Abwicklungsoperationen. Es ist ganz dringend, die Eskalation der Rüstungssysteme anzugreifen. Eine radikale Abrüstung ist dringend notwendig. Und gerade hier hat Medico International den größten Erfolg erzielt. Medico International war eine der wesentlichen Gruppierungen, die die globale Ächtung der Landminen durchgesetzt hat. Das ist eine enorme Leistung. Und ich möchte allen, die hier als Unterstützer, als Aktivisten von Medico arbeiten, dafür danken. Denn ich habe selbst noch erlebt, wie Landminen wirken im Nahen Osten. Es ist furchtbar. Es gibt andere Dinge, die nur global gelöst werden können. Die Klimakatastrophe, der Klimaschutz, die Umweltkatastrophe. Es gibt die dringende Notwendigkeit, die Massenwanderungen, die Flüchtlingsbewegungen zu unterstützen. Den Kampf gegen die Grenzregimes, die Schengener Grenze und so weiter aufzunehmen. Das alles sind Aspekte, wo wir Schadensbegrenzung und Abwicklungsoperationen zu leisten haben, um soziale Gleichheit, um soziale Gerechtigkeit und um soziale Egalität durchzusetzen. In diesem Sinn meine ich, und da möchte ich wie die Kollegin vorhin auf diesen ehrwürdigen Begriff des Sozialismus oder Barbarei verweisen, meine ich,
dass es Hoffnung gibt. Es gibt Hoffnung. Wir sollten eine neue Initiative starten, global und lokal vernetzt. Wir sollten diese Initiative genau durchdenken, um Koordinationsprozesse in Gang zu bringen, die die globale Gegenmacht gegen den entfesselten Kapitalismus stärken und eine Transformation des Weltsystems in die Wege leiten. Vielen Dank.